Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Niederkuhnstadt. Ich glaube, jetzt habe ich es tatsächlich mal richtig gesagt. Heiliges bisschen. Ja genau. Altenkunststadt. Ja, es ist okay, aber immerhin habe ich nicht Kunst gesagt, sondern Kuhn. Das hat gestummt, definitiv. Okay, gut, die Züge fahren, aber nein, es fahren eben leider nicht alle. Es gab gerade noch die Meldung, dass, jetzt muss ich gucken, in Niederviehbach, da steht leider ein Zug oder mehrere Züge, aber hier fahren sie. Eieiei, herrlich. IC, Hallöchen. Wunderbar. Die Autobahn da oben bewegt sich auch wieder ein bisschen mehr als auch schon. Ja, stehen sie jetzt in die Richtung? Sag mal. Ja, die gut, die müssen sich wieder verteilen. Der wartet, bis der ein bisschen weg ist, dann kann der Auto fahren. Ja, jetzt fährt er und dann steht halt der Nächste. Gut, ihr müsst euch jetzt hier rausquälen sozusagen. Wir müssen nach Niederviehbach, damit wir das am besten finden. Machen wir das mal so. Name, halt, das hat eigentlich eh... Das war schon mal richtig. Hier ist Niederviehbach. Mal gucken, wer da steht, warum er steht. Und dann müssen wir uns nachher eben dieses Stück Autobahn suchen, wo nichts verkehrt drauf. Aha, also hier fährt schon mal was. Das sind die Güterzüge. Dafür steht, ja, sieht aus, als würde der stehen. Und der steht wahrscheinlich auch direkt Niederviehbach-Töppen. Was bist du für eine Linie? Aha, die gleiche. Okay, das ist dann... eigentlich fast schon klar. Du bist aber irgendwie im falschen Gleis. Oder die Linie hat sich wieder verschoben. Das kann natürlich auch sein. So ist das Ganze hier eingleisig. Und so, ja, stehen natürlich die Züge. Wenn du hier reingehst, ja, hier steht natürlich schon einer. Was machst du denn? Stehst du auch? Moment, nee, dich habe ich gemeint. Ja, völliges Durcheinander. Den habe ich gemeint, der steht ja eh falsch. Okay, der müsste hier rein. Aber wenn er hier reingeht, dann macht natürlich dieses Signal hier nicht viel Sinn. Wie machen wir das am besten? Wenn er da reingeht, sollen wir die Linie ändern? Ich würde mal sagen, wir ändern mal die Linie. Niederviehbach. Also, ich brauche einen Wegpunkt. Das ist, wenn man eigentlich gedanklich bei der Autobahn ist. Und dann stehen wieder Züge. Bis man da wieder umgeswitcht hat. So, jetzt hier diesen. Dann kommst du hier hin und dann wollen wir vor Niederviehbach nach Töppen wollen wir jetzt künftig hier rein. Wir gucken gleich mal, ob das Sinn macht mit hier hinten. Ich glaube, hier kommen aber die ganz langen Züge noch rein. Wir schauen mal. Ja, die kommen hier rein. Wir haben aber auch kein freies Gleis mehr. Nee, Moment. Die grüne Linie? Ja, doch. Ja, wir können es nicht anders machen. Wir haben hier kein freies Gleis mehr, außer das hier. Und da kriegen wir... Wo geht der jetzt hin? Stimmt das, was du da machst? Nein, das stimmt eigentlich auch nicht. Jetzt geht er einfach auf die rote Linie. Das irgendwie, hier herrscht eine absolute Willkür. Die machen, was sie gerade wollen. Okay, aber eben, wir kriegen den Zug hier, den, der hier unten steht, sowieso nicht auf dieses Gleis. Das können wir also vergessen. Von daher lassen wir es mal so. Aber warum fährt er jetzt nicht? Jetzt hätte er doch hier freie Strecke. Ah, weil der Nächste kommt. Gut, aber wir haben hier ein Signal und wir haben es hier jetzt neu zweigleisig. Mal drehen, wieder drehen und schon fährt er. Ja, das altbekannte Problem. Und vielleicht der Kollege hier, dass der sich dann auch noch so weit anpasst und das richtige Gleis benutzt, da wären wir dankbar. Okay, aber jetzt können wir ja wenigstens auch noch mal ein bisschen den Zügen zugucken, das ist auch schön. Nur, wie der dann hier wegkommt, der kommt von diesem Gleis hier nicht mehr zurück auf seins. Wir haben hier keine Weiche. Da bräuchten wir eine Weiche. Und wenn hier Züge stehen, kann ich keine Weiche bauen. Ich mache mal kurz Pause. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir hier ja eine X-Weiche hin. Mal gucken. Dass wir hier so rübergehen. Jawohl. Okay, das ändert natürlich die ganze Sache dann doch. Sprich... Der müsste jetzt rauskommen, aber irgendwie, der bewegt sich auch schon wieder nicht mehr. Der möchte auch nicht. Was hat denn jetzt die Linie gemacht? Eigentlich das, was sie soll. Die wartet hier. Halt, ich möchte sie eigentlich nochmal kurz behalten und hier zumachen. Das würde soweit schon stimmen. Hier lang und der hier lang. Und der könnte eigentlich auch. Ah, jetzt fährt er. Okay. Ah, vielleicht wurde er von hier hinten irgendwie blockiert. Nee, da ist aber weit und breit kein Zug.
Okay, dann wartet er, weil der darf. Aber warum der jetzt so lange gewartet hat, das weiß nur er. Gut, jetzt bitte rüber. Auf deine Linie. Jawohl, jetzt scheint das hier wieder zu funktionieren, würde ich mal hoffen. Wir bleiben gleich mal noch ein Momentchen. Da hinten ist noch ein Güterzug. Der wartet auch auf Freigabe. Der müsste fahren können, wenn der weg ist. Mal gucken, ob das soweit funktioniert. Jawohl, er setzt sich in Gang. Schön, dass auch mal wieder was funktioniert, so wie es soll. Und du wartest hier immer noch. Worauf? Das ist dann hier die Frage. Ist da einer im Gleis drin? Ja, jetzt haben wir halt das Problem eben. Da kommt dann immer mal wieder einer von da. Es ist halt schon nicht die optimale Lösung. Aber wie sollen wir das denn anders machen, wenn wir hier ein freies Gleis haben? Wir können ja nochmal gucken. Das ist das einzig freie Gleis. Das bringt uns natürlich überhaupt nichts. Und hier haben wir eine zweigleisige Nutzung. Das wird das rote Gleis rübernehmen. Das geht nicht. Wir haben hier wieder keine Weiche. Ja. Okay, dann müssen wir damit leben. Das funktioniert nicht groß anders. Sonst müssen wir hier das Ganze mit Brücken und Co. Und das wird nicht gehen. Da haben wir wieder Höhenunterschiede und so weiter. Das funktioniert nicht. Die gelbe Linie hier rübernehmen bringt auch nichts. Das hier ist der Güterbahnhof, da können wir nichts machen. Da müssen wir damit leben, dass die hier ab und zu mal stehen. Aber eben, dann sehen wir sie wenigstens auch immer mal wieder. Das ist ja auch ganz nett. Zieht ja natürlich dann eine Schleife. Eine Negativschleife sozusagen, weil sie halt überall stehen. Ah, es ärgert mich ein bisschen, aber wie sollen wir es denn anders machen? Es geht nicht. Kommen wir hier vielleicht in das Gleis rein? Bringt uns nicht mal was. Hier ist er auch belegt. Wir müssten in das hier rein. Irgendwie von hier rüber. Puh. Dass wir da außen halt wirklich hier rüber gehen und dann hier rein. Dann kämen wir in dieses Gleis. Dann müssen wir von dem noch hier rüber. Wir haben den Platz nicht. Es funktioniert nicht. Aber jetzt kann er eh fahren. Okay, also das ist halt einfach... Ich glaube, von hier hinten kommen auch nicht so viele. Das sind ja diese langen Güterzüge... nicht Güterzüge, sondern die langen Personenzüge. Sieht man hier relativ schön. Ich glaube, von denen haben wir auch nicht 1000 Stück. Wobei, da kommt eh schon der Nächste. So viel zum Thema. Können wir die vielleicht drüber nehmen? Nein, geht hier irgendwie auch nicht wirklich. Nee, geht nicht. Wir lassen es so. Jetzt konnte der reinfahren. Jetzt kann hier der Nächste kommen. Genau. Und ein bisschen Stillstand herrscht dann einfach. Aber die Züge haben wir ja trotzdem. Also die fahren. Das heißt, das belebende Element, das ist ja vorhanden. Gut, wir suchen ein Stück Autobahn, das nicht befahren ist. Oder haben wir noch was? Nee, haben wir nicht mehr. Zumindest nicht aktuell. Also, welches Stück Autobahn ist denn nicht befahren? Da wäre es jetzt von Vorteil, wenn ich die Linie öffnen könnte. Das Problem ist dann einfach... Ja, wir haben keine Performance mehr, wenn hier alle Linien angezeigt werden. Aber ich glaube, wir haben eh schon was gefunden. Oder fährt hier jemand von uns? Nee, hier haben wir keine Linie drauf. Das ist Privatverkehr, der hier schön rollt. Dann können wir das hier machen. Jetzt würde ich das aber auch gerne irgendwo machen, wo wir das auch immer mal wieder sehen. Also wo das irgendwo in dem Sinn macht. Das geht hier doch weit nach hinten, nach Töppen. Okay. Und ist da hinten nicht schon wieder... Nee, da hinten ist nicht Altenkuhnstadt. Da hinten ist was anderes. Wenn wir drehen. So. Einmal gedreht. Was kommt denn hier hinten? Autobahn technisch. Angelhof, okay. Und hier unten. Wo würden wir es denn am ehesten sehen, das Ganze? Schon in... Da haben wir aber... da haben wir eine Linie drauf. Das funktioniert nicht. Es wäre schon die Autobahn hier unten. Ja, wo sieht man das? Das ist halt die Frage. Weiß ich jetzt auch nicht. Schon in der Nähe einer Stadt wahrscheinlich. Wäre am naheliegendsten. Der Privatverkehr wird das natürlich dann auch nicht mehr nutzen können. Was sollen wir das hier machen? Ne, ich gucke nochmal sicherheitshalber. Das geht hier nach Niederviehbach hier oben durch. Hier sind wir schon eher mal, würde ich behaupten. Warum nicht hier oberhalb von Niederviehbach? Hier zum Beispiel. Hier haben sie, guck mal, hier haben sie tatsächlich schon wieder irgendwie eine Landstraße aus unserer Autobahn gemacht. Das ist die KI. Da kann man einfach nichts machen. Wie soll man das ändern, wenn die finden, sie brauchen hier keine Autobahn, weil das ist ja nur gemoddet, das ist keine Straße vom Spiel. Ja, dann macht man hier halt einfach wieder so eine Straße draus. Ich meine, ich kann es updaten, aber sie werden es wahrscheinlich wieder zurückdaten, sozusagen. Zack,
Gut, mal gucken. Wie kann man es? Ich weiß nicht. Man kann es nicht blockieren. Die KI baut halt. Das lässt sich nicht verhindern. So, gut. Wir machen mal ein Päuschen und machen das hier nach dem Tunnel. Also, was brauchen wir denn dazu? Ja, mal sicher Fahrzeuge. Die haben wir, die haben wir, die haben wir hier. Irgendwas, was hier in Unfall verwickelt ist. Warum nicht? Den hier und den möglichst krumm hier rauf. Eben, keine Angst, ich mache jetzt hier sicherlich nichts Brutales. Das geht auch nicht, das ist auch nicht nötig. Das soll mehr so ein bisschen Gag sein. Dann haben wir das auch mal noch. Wir haben in den ganzen, ja, keine Ahnung, bald 600 Folgen in allen Staffeln. Sowas, glaube ich, noch nie gemacht. Und das ist natürlich schon nett, wenn man auch mal noch etwas machen kann, was man noch nicht hat. Wie sieht es mit dem aus? Der würde ein bisschen eher hier auf der Leitplanke liegen. Vielleicht mal so, noch ein bisschen drehen. Okay, du also so. Dann nehmen wir noch... Passt du hier auch dazu? Der ist ein bisschen gar lang. Hier den Käfer noch. Der hat den hier geküsst. Kann man die vielleicht sogar so machen? Okay, ja, das sieht definitiv nach Unfall aus. Das kann man so stehen lassen. Dann, was brauchen wir denn hier sonst noch? Irgendwie, ich hätte gern glatt noch irgendwie so einen Lastwagen. Wo haben wir denn die Lastwagen? Irgendwo hatten wir doch noch Lastwagen. Hier Fahrzeuge. Jawohl, genau. Irgendwie so ein Sattelschlepper, der darf hier auch noch. Der ist halt ein bisschen ins Schleudern gekommen. Das ist aber die falsche Richtung. Nee, nee, das passt eigentlich. Und hängt dann hier. Gut, also nichts Dramatisches, aber natürlich schon. Ja, der ist sogar in der Erde drin versunken. Der hat einen Platten. Gut, also das wäre mal die Grundlage. Jetzt, was brauchen wir hier noch? Wir brauchen ein bisschen Stau. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu den Fahrzeugen. So, und stellen die mal so hier hin. Das soll wirklich auch so aussehen. Vielleicht können wir sogar eine kleine Absperrung machen. Müssen wir mal gucken. So, okay. Verschiedene Fahrzeuge. Einfach random. Ist eigentlich jetzt auch wirklich gerade egal, ob die dann 30 cm höher sind. Was macht denn der hier? Männchen. Weil es aufwärts geht. Ob die hier 30 cm höher sind oder nicht. Da mache ich jetzt mal keine großen, kein großes Ding draus, sondern wir setzen die mal hier hin. Hat man da zweispurig Stau? Eigentlich wahrscheinlich ja. Da sieht es auch eher nach Stau aus. Machen wir es doch gleich mal so. Die Fahrzeuge, die Rettungsfahrzeuge, die sind ja schon hier. So, gleich nochmal so einen dahinter. Dann hätte ich gerne noch so einen. Halt, die gucken alle in die falsche Richtung. So, nochmal drehen. Zack, wir gehen nochmal ein bisschen rauf. Halt, nehmen dann doch nochmal so einen. In Grau. Schickes Grau. Okay, haben wir hier noch was? Ja, so ein Ami-Schlitten. Kommt auch sehr nett. Vielleicht noch ein Bus. Wäre ja komisch, wenn hier nicht noch ein Bus verkehren würde. Wo haben wir denn die LKWs? Irgendwo hatten wir doch noch LKWs. Gut, in die eine Richtung hätten wir es. Das würde ich bleiben lassen. In die Gegenrichtung lassen wir die mal fahren. Da würde ich jetzt nicht mal einen Stau machen. Wir machen hier dafür noch ein bisschen... einen längeren. Aber wo sind denn die wirklich? Wir hatten doch, keine Ahnung, hatten wir nicht die 40 Tonner auch? Als Asset? Ja, keine Ahnung mehr. Okay, gut. Der ist mir zu kurz, der Stau. Das Problem ist einfach, man kann ja natürlich 3 Tage lang Autos hinsetzen. Und das ist irgendwie nicht ganz so spannend wie Eisenbahn bauen, muss ich sagen. Aber wir machen es ja sozusagen für einen guten Zweck. Vielleicht doch noch mal kurz gucken. Ne, jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Was könnte man hier verwenden? Eigentlich nicht viel. Höchstens, dass es wegen dem... dass es wegen einer Baustelle den Unfall gab. Das könnte man natürlich eher auch noch mal eine Baustelle auf der Autobahn. Ja, was man nicht noch alles machen kann. Was haben wir hier noch? Wir brauchen irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Absperrung. Ein Zaun. Und zwar ein Polizeizaun. Da hätten wir noch einen LKW. Oh, aber jetzt nicht abstürzen. Puh. Gut, den stellen wir noch in den Stau rein. Also haben wir ein Baustellenfahrzeug, was hier noch hängt. So, und sonst haben wir da Wasserturm und Co. Wir haben Erdhaufen. Ein Bauzaun. Passt ein Bauzaun?
Ja, das ist doch eher ein bisschen krass. Also so sperrt man nicht ab. Das geht nicht, wenn da ein Auto nicht anhält, dann hat man gleich den nächsten Unfall. Das kann es also auch nicht sein. Oh, die hier sind natürlich auch nett. Okay. Nehmen wir mal noch einen solchen. Jawohl, genau. Die habe ich eigentlich gesucht. Da sind sie ja. So, einfach für den Stau. Nicht für den Unfall selber. Sieht irgendwie schon noch krass aus. Wir gehen hier mal durch, was wir haben. Eine Parkbank brauchen wir in dem Sinn natürlich eher nicht. Wir verzichten hier auf Gaffer. Vor allem auf solche, die sich dann auch noch hinsetzen wollen. Tisch. Oh, es muss doch so eine Art Zaun geben irgendwo. Eine Taxisäule. Ja. Auch nicht unbedingt. Und Zaunschirme für einen Unfall. Nee. Dann vielleicht doch eher nicht. Werbetafeln sind jetzt auch nicht das, was ich suche. Na, gucken wir mal weiter. Wir haben ja Zeit. Da sind wieder die Flaggen. Ne, das ist hier ein Häus. Bäume. Ja, Bäume braucht man auch nicht zwingend. Das sind die hier. Hier haben wir die Container. Das natürlich auch. Stellt man so Tafeln auf? Eigentlich ja. Ja, halt eine Unfalltafel hätte es natürlich schon. Aber das wäre dann eher so eine Polizeitafel. Aber wir können hier ja mal noch ein Achtungsschild hinstellen. Das ist ein mobiles. Einfach das hinweist. Genau, Stau. Das ist eigentlich auch noch klar. Das ist aber auch mobil. Und das stellen wir mal ganz frech hier in die Mitte. Oder hier hin. Bisschen drehen nochmal. Dreh, dreh, dreh. Zack. Okay, einfach, dass man es weiß. Ist ja eh praktisch. Man steht im Stau und sieht ein Schild. Achtung, Stau. Immer wieder cool. So, Autos hatten wir. Straße. Eine Leitplanke. Ich möchte einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Absperrung. Eine Kette. Das Ampel geht auch nicht wirklich. Eine Kette. Oh, hier haben wir ja die Zäune. Haben wir hier nicht irgendwie... Ja, das sind halt eher Zäune von Häusern. Kann ich hier überall raufklicken, ohne dass das Spiel abstürzt? Das ist dann noch die Frage. Das werden wir rausfinden. Okay, können wir auch nicht wirklich was brauchen. Parkplätze auch nicht. Ich glaube eben, irgendwo habe ich tatsächlich mal sowas ähnliches wie einen Zaun gesehen. Also so nicht einen Zaun, sondern... Ach, wie sagt man denn dem? Wenn ich es finde, kann ich es euch zeigen. Nein, 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 da waren wir eh schon. Hier die ganzen Häuser und Kiosk brauchen wir ja auch nicht zwingen. Baustelle hatten wir. Fahrradständer brauchen wir auch nicht. So, dann gucken wir hier nochmal schnell. Dann haben wir die durch. Lampen, Graffiti. Das Ding. Wie sieht das denn aus? Ah, das ist eine Röhre. Das bringt auch nicht viel. Industriepark, Kamin, Schlot. Es hat schon genau das, was ich suche, hat es halt leider nicht. Ein Unterstand bringt auch nicht wirklich jetzt wirklich was hier. Randstein. Nee. Schiene. Nein. Das sind wir wieder hier. Da haben wir aber auch noch ein, zwei Sachen. Ja, bringt auch nichts. Da haben wir nochmal Zäune. Okay, Schallschutz. Das ist irgendwie eine Brückenkonstruktion. Das bringt uns hier leider auch nichts. Dann haben wir hier die Autos. Ja, wir müssen tatsächlich, wir müssen klein beigeben. Geht nicht. Und was wir halt als Asset auch nicht haben, stelle ich gerade fest, das sind Polizei und Ambulanz. Das ist natürlich schade. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich irgendwie eine Linie erstellen. Da, aber dann haben wir dafür den Effekt, dass die hier hinfahren. Da müssen sie aber von aus der Richtung kommen. Sonst funktioniert das nicht wirklich. Schade, dass es die nicht als Asset gibt. Also, dass man sie eben einfach frei setzen kann, die ganzen Fahrzeuge. Gibt es nur bei denen hier. Ja gut, dann müssen wir hier eine Bushaltestelle einrichten. Schon wieder eine Bushaltestelle. Auf einer Autobahn. Bus, wie siehst du aus? Genau, du bist einfach diese Tafel. Sie müssten von hier kommen, haben wir gesagt. Dann müssen sie eigentlich hier anhalten. Das wäre dann hier. Dann werden die hier anhalten und ja, wieder drehen. Das ist eigentlich von der Optik her nett. Aber dann fehlt mir hier tatsächlich noch ein bisschen was. Nur was soll man hier denn noch hinmachen, wenn wir... wenn wir hier keine Ambulanz hinstellen können. Wir könnten die Ambulanz natürlich hierher locken und anhalten.
Das ist natürlich auch eine Idee. Wisst ihr was, wir machen mal eine neue Linie. Und zwar machen wir jetzt hier gar nichts Langes, dass die wirklich relativ schnell hier sind. Dann machen wir hier noch eine Zufahrt. Okay, und das wäre dann, wo haben wir eine Bushaltestelle? Wir machen hier unten nochmal eine. Dann fahren die nicht weit. Das ist gar nicht schlecht. Die ist dann wirklich nur für die Polizei. Also wir brauchen eine neue Linie. So, rüber mit dir. Neue Linie. Von hier bitte zum Unfall und wieder zurück. Ist das nicht ein bisschen... Moment. Das ist ein bisschen weit vorn. Ach nee, hier unten ist der Unfall. Das ist ja... Wo ist denn jetzt das ganze Zeug hin? Guck mal. Wenn man hier eine Linie setzt, jetzt grafisch alles weg. Wenn ich jetzt hier zumache. Wo sind jetzt hier unsere Unfallsachen hingekommen? Was ist denn das hier? Wo ist mein Unfall? Sag mal, das kann ja nur ein Scherz sein. Hallo? Ich bin schon an der richtigen Stelle hier. Man sieht, das ist eigentlich, das war mal unser Stau. Der hat sich hier verschoben. Warum? Weil wir die Straße hier hingehängt haben? Moment. Dem kommen wir auf die Schliche. Da ist er wieder, unser Unfall. Okay. Das ist ja cool. Also was heißt cool? Dass das jetzt wieder da ist, ist cool. Das verschiebt sich, wenn man da einen Straßenanschluss macht. Dem ist es ja schon klar. Geht das nicht auch ohne Verschieben? Vielleicht dann halt hier oben. Das ist ja eigentlich relativ Wurst. Ja, so geht's. Da ist der Unfall noch hier. Das war jetzt ganz interessant. Plötzlich ist der Unfall weg. Gut. Die Linie haben wir. Die müssten wir eigentlich noch kurz benennen. Die sollten wir eigentlich auch wieder finden. Linie 1 wäre das. Und das wäre dann, ja, halt logischerweise wieder Fake. Fake. Ja, machen wir doch gleich mal Fake Unfall draus. Okay. Und dann brauchen wir die Fahrzeuge, ein Depot. Das hätten wir zum Beispiel hier. Ist dann ein bisschen Weg, aber das ist... Ja, nee, dann kommen sie wieder nicht durch die Stadt durch, weil wir hier wieder irgendwie Stau haben und Zeugs. Wir machen das ganz einfach. Wir machen hier nochmal ein Straßenfahrzeugdepot hin. Irgendwas Kleines, Unauffälliges. Das soll jetzt gar nichts Riesiges sein. Wir haben ein bisschen was in der Richtung. Oder vielleicht hier dazwischen. Nee, da geht's nicht, aber hier wird's gehen. Da haben wir eine Kollision. Aha, ist nicht schön, gefällt mir nicht. Vielleicht hier hin, so neben den Güterbahnhof. So wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich so hinkriege. Jawohl, sehr schön, gut, das passt perfekt hier hin. Das wäre dann ein Passagier und dann gucken wir mal. Da nehmen wir jetzt aber gleich mal ordentlich was. Moment, man müsste noch draufklicken. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das soll auch ein bisschen, ja, da soll auch ein bisschen was los sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Linie zuweisen. Fake. Unfall. Fake, fake, fake. Unfall hätten wir hier. Wir gehen in den, wir lassen laufen Modus. Sehr schön, da sieht man noch die Züge. Und jetzt sollte es hier auch vom Sound her natürlich. Genau, Action geben. Ach, das ist schon cool. Auch wenn halt so ein Unfall wirklich irgendwie fragwürdig ist. Ich weiß auch nicht. Aber es ist halt mit Autos spielen. Tatsächlich. Habe ich früher öfters gemacht. So Unfälle nachgebaut. Ich habe sogar meine Spielzeugautos zertrümmert mit dem Hammer. Damit die Unfälle ein bisschen nach was aussehen. Oh, und jetzt haben wir hier aber das Problem. Eben, dass natürlich diese Züge immer relativ lang warten. Also wird es ein Momentchen dauern, bis wir hier durchkommen. Aber wir müssen... Ja, wir müssen nur einmal durch. Wir müssen jetzt nur vom Depot auskommend nach da oben. Wisst ihr was? Ich mach mal noch das Hard weg. So, dann sehen wir das Ganze mal noch so. Ja, sie können natürlich nicht fahren. Der wartet, weil hier wieder einer von diesen langen Zügen drin ist. Der fährt aber gerade weg, sehe ich. Ja, hier dieser lange Personenzug fährt aus dem Bahnhof raus. Das heißt, wir müssen das Gleis bekommen. Dann müsste er sich in Gang setzen. Das tut er auch. Zur Freude der Polizei kommt jetzt natürlich hier nochmal ein Güterzug mit den Butlern. Und von da kommt gleich nochmal einer. Und da hinten kommt dann der nächste. Ja, das könnte ein Momentchen dauern, bis wir hier tatsächlich die im Einsatz sehen. Und dann würde ich gerne, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, wenn ich dann natürlich einen Teil der Fahrzeuge blockiere, die hinstelle beim Unfall.
dann kommt der Rest dann da auch nicht mehr weg. Dann stehen sie alle. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh, guck mal, einer hat es geschafft. Gut, wisst ihr was, wir fahren mal kurz mit. Schade, dass es keine First Person gibt hier bei Tränenfieber. Das wäre natürlich auch noch nett. Action Cam. Okay, aber so hat es auch was. Jetzt geht es hier steil rauf. Oh, hier tatsächlich nochmal so eine Art Sprungschanze. Mal gucken, ob ich die noch wegkriege. Das ist die alte Straße, die uns den Unfall geklaut hat. So, sieht man da schon was? Nein, da geht es aber auch ordentlich rauf. Eieiei. So. Ist das alles, was du an Tempo hast? Du bist ein Krankenwagen. Nun, gib doch auch ein bisschen Stöffchen. Es eilt. So, da unten die Züge. Auch schon cool gemacht hier mit den blinkenden Lichtern. Eben, wir sind bei Tränenfieber. Nicht bei Transportfieber. Hat irgendwie was. Ist putzig. Das hat er eben mit Autos spielen. So, der dreht natürlich und fährt wieder weg. Wo fährst du hin? Was hast denn du für eine Linie? Wo fährt denn der Fake? Ah, der dreht. Aha. Oh. Okay. Eieieiei. Naja, gut, das können wir jetzt. Wie können wir das denn ändern, dass er das macht? Eigentlich gar nicht. Höchstens, wir könnten hier natürlich nochmal eine Straße rausmachen, dass er hier rausfährt. Ich würde fast mal vorschlagen, ich bräuchte mein Hart. Sonst haben wir tatsächlich. Für den Moment sah es aus, als würde er hier den Pannenstreifen benutzen. Aber hier durch ein Laster durchdüsen, ne. Das geht dann irgendwie doch nicht. Jetzt müssen wir die Straße wieder so machen, dass es da nichts verschiebt. Ja, und das sieht fett danach aus, dass hier wieder alles verschwindet. Sehe ich das richtig? Ich denke, ja. Ich baue es mal. Ne, verschwindet nicht. Gut. Dann können wir hier zurück, da rein. Jetzt mal gucken, was macht die Linie. Aha, er hat sich schon mal, er sieht sich schon mal die neue Strecke an. Ja, jetzt haben wir es so. Okay, er fährt hier durch. Aber hier nicht. Hä? Doch, sieht man einfach nicht. Wisst ihr was, wir machen doch hier vielleicht mal eine glücklichere Farbe hin. Aha, hier ist einfach blockiert, aber das ist schon so. Der fährt dann hier durch, fährt da runter. Dann haben wir das Ganze so, wie wir es wollten. Und jetzt kommt hier auch schon die Polizei. Die kommen hier tröpfchenweise. Immer ein Fahrzeug nach dem anderen, weil da halt, ja, die alle warten. Wäre schon schön, die mal alle in Action zu sehen. Aber das wird ein Momentchen dauern, bis die hier alle wirklich einzeln rüberkommen. Eine Brücke bauen, aber die wird nicht genutzt werden wahrscheinlich. Dann müssen wir wieder eine Haltestelle machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig. Die haben es doch eh gut. Die sitzen hier, die können schön zugucken, wie hier die Züge verkehren. Das ist ja gar nicht so schlimm. Aber hier diese Linie hier, das nervt mich ein bisschen, dass wir die hier nicht auf ein Gleis kriegen, was frei ist. Aber eben, wie soll man das bewerkstelligen, wenn man hier nicht rüberkommt? Jetzt kann er eh fahren. Oh, guck mal, jetzt vielleicht wieder ein Krankenwagen, der grüne Fahrt bekommt. Mal schauen. Ah, nee, der Güterzug darf zuerst. Ja, das ist natürlich. Wir haben das Depot genial hingestellt. Das ist ja ganz clever gewesen, das hier hinzustellen. Ich habe gar nicht bedacht, dass hier halt noch wirklich ein Bahnübergang ist, der jenseits von Gut und Böse ist natürlich, was die Standzeiten angeht. Naja gut, dann ist es eben, wie es ist. Jetzt vielleicht. Na? Wenn der weg ist, dann jetzt aber gleich mal alle rüber, die können. Oh, da kommt ja noch einer. Was hier natürlich auch nicht so schön ist, wir sind hier eigentlich in der Stadt drin. Wir machen hier mal noch eine Schranke hin. So, sieht doch schon besser aus. Und der wartet jetzt. Der wartet jetzt tatsächlich wieder hier. Arg. Und da kommen wieder zwei Butler. Okay. Die brauchen ein Momentchen. Und die fahren natürlich eigentlich hin und zurück. Oder wo fährst du hin? Jawohl, du drehst. Gut. Dann hätten wir die. Jetzt haben wir halt noch die Frage, wen wir hier oben blockieren wollen. Es geht eigentlich nicht. Oder wir machen, wenn wir natürlich eine zweite Linie machen. Aha, jetzt habe ich eine Idee. Okay, wir machen einfach eine zweite Linie. Und stellen und machen da zwei Fahrzeuge hin. Moment. Also neue Linie. Eins nach dem anderen. Das wäre dann auch von hier nach hier. Okay. Das ist dann Fake Unfall stehend. Fake Unfall, wenn es hingeht. Stehend?
stehend geht, stehend wird übernommen. Gut, und jetzt aber, damit die nicht schon hier hinten stehend sind, können wir uns hier tatsächlich nochmal ein Depot, irgendwas Kleines, oh, warum nicht die Feuerwehr? Das ist zwar nicht klein, passt aber perfekt noch hier hin. Okay, dann haben wir schon wieder eine optische Verschönerung. Und jetzt bräuchten wir eigentlich, ich würde mal sagen, zweimal Polizei, zweimal Ambulanz. So, zweimal Polizei. Okay. Und ihr kommt dann auf die Fake stehend. Fake Unfall. Wo ist es denn? Hier unten. Okay, dann müssten die eigentlich auch fahren können. Jetzt müssen wir sie aber natürlich, ja, an der Angel haben. Aha, er fährt. Allen Ernstes jetzt zuerst mal nachher hinten. Oder wo geht ihr lang? Was hast du denn hier für... Ah, die drehen hier hin. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn hier für eine Linie? Okay, das, was sie hier machen, können sie machen. Das ist okay. Wenn sie dann da oben sind, werden wir sie hinstellen. Und da müssen wir dann aber natürlich kontrollieren, ob die anderen, die Fahrenden, ob die hier noch dran vorbeikommen, wenn die stehen. Das ist dann wieder eher fragwürdig. Naja. Ich brauche die hier mal. Du bist stehend, du glaube ich nicht. Okay. Dann brauchen wir dich mal im Fenster. Und dann halten wir dich hier an. Ich weiß es nicht, ob die dann fahren oder ob die nicht auch stehen müssen. Sonst setzen wir die dann halt wieder in Bewegung. Geht halt fast nicht anders. Das ganze Spiel ist natürlich nicht darauf ausgelegt, auf das, was wir hier machen. Aber ich finde es irgendwie cool. Es ist halt mal noch ein bisschen was anderes. So, irgendwie bräuchten wir euch jetzt hier. Ich würde mal sagen, ein bisschen weiter hier vorne. Also, dann fahren wir schön. So, anhalten. Boah, was hat der denn für einen Bremsweg? Okay, das ist aber okay hier. Ach, die können natürlich auf der anderen Spur noch weiter. Gut. Nein, anhalten, anhalten. Die Polizei macht sogar noch die Tür auf. Lassen wir gleich mal so. Ah, das hat doch was. Okay. Cool. Irgendwie gefällt es mir. So, wir hätten es, was man natürlich noch besser machen hätte können, ist, dass wir das Ganze nicht bei, oder auf einem abschüssigen Hang bauen, also nicht so, ja, vom Gefälle her. Dann hätten wir wenigstens die Fahrzeuge noch gerade. Jetzt haben wir hier leider ein bisschen die versinkenden. Aber ich denke, im Groben ist das doch okay. Das ist halt einfach, ja, irgendwo ein kleiner Gag, den wir jetzt mal noch gemacht haben. Ja, mir gefällt's. Aber das war's jetzt auch mit Autobahnunfall, definitiv. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder den Zügen, ganz klar. Gut, okay. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir sagen Tschüss mit Zügen und mit den stehenden Ambulanzen hier. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.